Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück. Ja, wir müssen rechnen. So sieht es zumindest aus und tatsächlich ist das so. Baue die Sicherung in der korrekten Reihenfolge ein. Ach, ich hätte es ja vielleicht so lange machen können. Und dann erst starten. Ja, was soll ich sagen? Nun ist es halt so. Okay, da haben wir die 45, 20 und 25. Okay, hier brauchen wir die 30. Das heißt, wir machen da die 5. So. 25. Hm. 25, das heißt, wir müssen da noch mit 20 machen. Genau. Ist das hier natürlich falsch? Hm, 20, 45. So, 20. Dann kommt hier die 10 hin. Hm? Warum leuchtet die nicht? Weil ich hier einen Fehler habe. Hm. 30 und 35. So, die beiden Zahlen stimmen. Dann haben wir hier die 45. Das heißt, hier muss ja die 20 hin. Hier haben wir die 25. Aber wenn wir hier die 20 haben, stimmt das ja schon wieder nicht. Aber hier passt auch nicht die 30 hin. So, machen wir mal so. 25. Ja, weil ich gedacht habe, 5 plus 20, ne, 25. Und dann haben wir hier die 20, aber nein, hier haben wir ja keine 0. Wir haben auch nur eine 10. Nee, das ist aber schwierig. 25, 35, 45. Die stimmen aber soweit. Ich muss das ergeben. Hier hätten wir jetzt eine 45. 30. Ja, aber es muss ja auch aus beiden eine 30 ergeben. Das heißt, wir nehmen die. Dann hätten wir die 5. Hier haben wir die 35. So, um die 45 zu bekommen, brauchen wir eine 20. Okay. Glückwunsch, du hast Kapitel 1 beendet und wir haben das Auge. Alles klar, ich habe gerade gedacht, oh Gott, wir haben gar nicht das Auge bekommen, aber doch haben wir. Klick. Okay, und es geht weiter. Alice, so you succeeded after all. Ja. Your will to live is extraordinary, isn't it? Remember to be true to yourself. To follow your own path, even if it hurts. Now, go forth. Oh, and take this with you. It may come in handy. Okay.
Okay, das zweite Portal geht anscheinend in den Wald oder irgendwie in die Berge, wollte ich sagen. Nein, Tunnel. Und hier müssen wir ja noch anbauen. Krass. Na, ich bin gespannt. Wir gehen hier mal weiter. Achso, warte mal. Steht irgendwas auf der Karte? Nee. Warte, was stand da? Welt von Anima und Animus. Rein hier. Tunnel. Ich habe die Blümchen gesehen und denke mir, oh, cool. Kapitel 2, eine Leere fühlen. Oh, oh. Und wir müssen uns wahrscheinlich hier erstmal durchsuchen. Mhm. Kommen wir hier weiter? Okay, einfach mal. Hm. Also ich kann die Symbole ehrlich gesagt gar nicht übersetzen. Was vielleicht? Fisch? Ja. Wir sind anscheinend draußen. Naja, zu früh gefreut. So good to see you. I thought you'd never come. Please help me. A great tragedy struck us. My beloved is dying. Oh, Gottchen. It seems as though someone has cut her off from our source of life. Help us, and we will repay you. Leidende Anima. Ja, das sieht ganz schön dunkel da aus. Was ist das denn? Auf diesem Werkzeug sind viele Ameisen. Ich muss sie irgendwie weglocken. Wir können auch drauf treten. Ich meine, nein, sowas machen wir natürlich nicht. So, vor der Hütte. Ich muss Anima retten. Okay, hier fehlen Scheiben. Schmiedezange. Hier liegt etwas begraben. Die Schaufel ist nutzlos, weil der Stiel kaputt ist. Können wir denn... Nee, können wir nicht. Okay, wir brauchen also einen neuen Stiel. Gehen wir mal vor die Hütte. Ach Gottchen. Ja, verstehe ich. Nehmen wir doch die Zange. Wir haben einen Türklopfer. Ja. Wie süß ist das denn bitte gemacht? Okay, wir haben einen Stiel wahrscheinlich. Nee, wir haben ein Brett. Okay. Ja, ich gehe mal rein. Mal sehen, wer hier wohnt. Welcome. Ach, what brings you here? I sense this is about Anima and Animus. I wanted to help them, but I am ashamed to admit I've clear forgotten how to do so. Maybe you could try? Please, take this scrap of paper. I feel it is important, although I cannot recall why. Das könnte ich sein, alles vergessen. Ein Rezeptteil. Oh Gottchen. Der Hase. Aber sie weiß noch, wie man Kuchen backt. Was? Ist das kein Kuchen? Anscheinend nicht. Ih, sie kocht Augen. Nee, ich frag mich nicht, was im Topf ist. Nein, nein, ich will es nicht wissen. Gut, hier fehlt ein Blatt. Wir haben ein Gefäß. Brett. Ölkanne. Kann man immer gebrauchen. Dafür brauchen wir neue Bretter, alles klar. Eins fehlt aber noch. Ja, ich habe nur ein halbes Rezept. So, wir brauchen auf jeden Fall Diamanten mal wieder, eine Biene oder Honig und hier so ein Zapfen, Kieferzapfen. Birne. Was? Birne? Okay, gucken wir nochmal draußen.
Denk nach, Alice, denk nach. Mach doch mal ein bisschen Öl drauf. Leere Ölkanne. Ach so, dann funktioniert das natürlich nicht. Nee, ich wollte zurück. Und mal auf die Karte schauen. Oh, wir sind auch richtig. Hier geht es auf jeden Fall auch noch weiter. Leere Ölkanne. Birne? Ja, wusste ich doch, dass das hier so ein Teil ist. Eigentlich dachte ich zum Flüssigkeiten aufnehmen. Brauche etwas zum Schneiden. Ach so. Moment mal, ich brauche etwas zum Schneiden. Nee. Dann schneiden wir das Seil einfach mal durch und gehen mal in den Keller. Und machen ein Wimmelbild. Oh, getrocknete Fische. Ich weiß ja nicht, ob ich sowas in meinem Keller hängen haben möchte. Mit ein wenig Holz und einer Axt kann man allerhand anstellen. Mit einem Pinsel kann man auch was anstellen. Ich weiß zwar noch nicht was. Ach so, einen Apfel anmalen. Weil da liegt doch schon einer. So, kann man schon verkaufen auf dem Markt. Wir brauchen ein Schmetterlingsnetz. Ein paar Gummistiefel, eine Fledermaus. Eine Sense nehmen wir auch mit. So, Gummistiefel haben wir auch. Ja, wir bräuchten noch Holz. Ein Holzbär. Welches Stück Holz können wir denn jetzt bearbeiten? Schmetterlingsnetz und Fledermaus. Ich finde die Musik hier sehr angenehm. Holzbär und Flöte, die habe ich auch gar nicht gesehen. Eine Flöte. Wo haben wir denn eine Flöte? Nee. Ja, mit ein wenig Holz. Ich hätte... Ach so. Hey, ich habe doch da schon drauf gedrückt. So, jetzt haben wir nämlich den Holzbären. Okay, können wir auch eine Flöte zimmern? Scheint aber nicht. Flöte und Fledermaus. Okay, Fledermaus hat sich erledigt. Flöte macht bestimmt Sinn, dass die hier in irgendeinem geraden Teil ist, dass man die nicht sieht. Okay, wir haben einen Hammer. Wir haben einen Hammer. Was war denn noch zum Hämmern? Gartenschere. Ach, ist gar kein Kuchen. Wir haben den zweiten Keller gefunden. Okay, und wir hören schon wieder diese unheimliche Stimme. Aufzeichnung der Wächter, des Wächters. Ich bin nun schon seit Jahrhunderten Hüterin dieses Reichs der Harmonie und Balance. Leider ist es auch ein leichtes Ziel für zerstörerische Fremde. Der bei weitem schlimmste Übeltäter ist der Drache, der regelmäßig Jagd auf uns macht. Okay, wir werden einen Drachen bekämpfen müssen. Nehme ich jetzt mal an. Toll, wir haben ein Brett. So, das können wir nochmal mitnehmen. Hammer. Schaufelgriff, alles klar. Und was haben wir hier? Der Stift gehört zum Bolzen. Und? Okay, vielleicht ist es sogar der Drache über uns. Pilze. Und dafür braucht man Zapfhahn. Okay, gehen wir mal raus.
Schaufel, die war unterm Baum. Nee. Ey, wo waren die? Hier unter dem Baum. Oh nein, ist die da aus hier aufgebogen. Okay, wir haben schon mal einen Teil. Ja, können wir auch nicht einsetzen. So, Hammer, Nägel. Ich vermute. Ach so, die Leiter, natürlich. Warte mal. Prima. Dann gehen wir mal auf den Dachboden. Der sieht jetzt auch nicht besser aus. Oh, ein Wimmelbild. Wir gucken uns erstmal um. Wo ist der Schlüssel? Keine Ahnung. Ein Drachenbuch. Es gibt nur eine Möglichkeit, den Drachen zu besiegen, der im unterirdischen Reich lebt. Mit Hilfe eines speziellen Gebräus, dessen Hauptbestandteil Mondblume ist. Diese Blume wächst im Reich von Animus. Toll. Und hier fehlen ein paar Teile. Da waren wir schon. Der Dachboden ist irgendwie größer als die Hütte unten. Nee, da waren wir schon. Okay, dann machen wir doch erstmal das Wimmelbild. Ach nee, machen wir nicht. Wir haben eine Kurbel. Ach du. Also ich muss sagen, die sind ganz schön vollgestopft, die Dinger. Aber gefällt mir. Ist nicht so einfach. Aber trotzdem flüssig, finde ich. Können wir Geld anpflanzen? Nee, das können wir leider nicht. Was mache ich denn mit dem Geld? Ich weiß es noch nicht. Es kommt wahrscheinlich in die Geldtasche. Toll. Ach so, da ist er doch. Ja, was brauchen wir? Knoblauch, Mandoline. Nee, die haben wir gerade gefunden. Eine Schwalbe. Hier ist der Knoblauch. Sichel, Brille, Ring. Sichel. Ah, es reicht schon. Mehr Geld gibt's nicht. So, eine Brille. Gemahlener Pfeffer. Steinschleuder brauchen wir auch noch. Brille und Blume. Die müssen wir hier bestimmt noch gießen. Hier ist die Brille. Okay, Blume haben wir auch. Und jetzt fehlt nur noch die Steinschleuder. Aber da. Hey. Und wir haben einen Ring gefunden. So, den können wir mal draußen in die Tür einsetzen. Hier. Und uns wahrscheinlich erstmal wieder dumm und dämlich drehen. Richte die Ringe korrekt aus. Na, was habe ich gesagt? Yeah. Das macht so einen Spaß immer. Den können wir hier nicht drehen. Das heißt, der kommt hier erstmal nach unten. Also die würde mir noch einleuchten, das sieht hier aber noch nicht stimmig aus. Hier vielleicht. Oh nein, jetzt dreht sich das in der Mitte wieder. Warte mal, wir nehmen hier auch was Blaues. Also hier wäre blau und gelb. Hier ist gelb. Hier. So. Nee, zurück. Nee. Obwohl, warte mal. Nee, nicht ganz.
glaube so. Ja. Krieg ich einen Rappel. Okay, gehen wir mal zur Lichtung. Sieht aber öde aus. Kind, das ist wirklich grässlich. Ey, stell dich nicht so an, du hast schon Schlimmeres gesehen. Ja, gucken wir mal, was wir hier alles nutzen können. Kirsch. Erdbeeren brauchen wir. Oh, Walderdbeeren, die sind so lecker. Den Pilzkopf, den müssen wir erstmal voll bekommen. Mehr Pilze sehe ich nicht. Kürbis, aber Kürbis ist ja nun mal kein Pilz. Reicht das nicht? Nee. Weil müssen wir uns beeilen, bevor der Igel die Pilze weg isst. So, Ameisenhügel. Eine Libelle brauchen wir noch, Kristall und eine Heuschrecke. Ach, hier ist noch ein Pilz. Okay, Libelle, Heuschrecke und Kristall. Libelle und Heuschrecke. Libelle und Heuschrecke. Oh, komm schon. Ach, hier. Okay, es fehlt nur noch die Heuschrecke. Musik ist irgendwie so entspannend. Ich will auch noch keinen Tipp einsetzen, nur wenn es gar nicht anders geht. Ich weiß nicht, ob es dafür nämlich auch noch eine... Na, Belohnung hört sich blöd an. Eine Auszeichnung gibt. So, aber ich sehe trotzdem keine Schrecke. Danke. Gut, wir haben einen Kristall, den ersten von fünf. Na toll. Hier kommen wir nicht weiter. Eichhörnchen hat Hunger, natürlich. Der ganze Wald ist voll, such dir was. Na, haben wir leider nicht mehr. Ist zum Abschneiden, oder? Ja, natürlich geht es nicht mit einer Säge. Nehme ich eben den Kristall mit. Ey, warte mal, da lag doch noch einer. Okay. Hier liegen bestimmt noch zwei. Oder hier. Tja, was ist jetzt schwer genug? Ich würde da hier alles draufhauen. Wir haben ja auch das Messer, den Hammer mal wieder weggeschmissen. Aber egal, wir nehmen mal die Streichhölzer und hier können wir uns einen Bogen bauen, beziehungsweise eine Armbrust. So, was haben wir denn hier? Dafür brauchen wir wahrscheinlich die Armbrust. Ja? Nein, wir kommen hier sogar nur weiter. Ein Seil. Ich muss den Stock bearbeiten. Abschneiden. Okay, ich nehme mal an, wir brauchen ein Rauchgefäß, um den Honig zu bekommen.
Weil einsammeln können wir die bestimmt nicht. Ich muss die Bienen vertreiben. Trainiere deinen Geist, Fremder. Bin schon dabei. Gut, dafür brauchen wir die Kristalle. Davon habe ich aber erst 3. Was haben wir hier unten? Ach ja, Stock bearbeiten. Ein Fels, ach so. Warte mal, ich glaube, es war ein zurück, ne, mit dem Riss. Krabum. Ah, guck mal, eine Fackel. Nee. Ab in den Wald. Husch. Und die steht vorm Bienenstock. Zündet erstmal gemütlich eine Fackel an. Jetzt kann ich Honig... Achso, ja, wegen dem Honig sind wir hier. Das habe ich vergessen. Komm, reicht. So, das Teil wollte ich nämlich eigentlich haben. Unser Messer. Nicht wieder wegschmeißen, wir brauchen dich noch. Ja, wir haben es auch tatsächlich noch. Okay, so, ich gehe mal zurück. Damit wir nämlich hier ihn drauflegen können. Und ein Seil brauchen. Okay, wir brauchen 2 Seile. Gehen wir nochmal einen zurück. Hier war ja das... Ah, pass mal auf. Juhu. Endlich mal was anzünden. Wenn es auch nur ein Spinnennetz ist. Karte. Hier ist überall was zu tun. So, damit haben wir eine Pfeilspitze, oder? Ein Pfeilkopf. Gehen wir mal zurück. Oh, konnte ich das denn übersehen? Ein Apfel für den Igel. Oh nein, auf den Igel. Fröhlicher Igel. Na, der ist bestimmt fröhlich, wenn er einen Apfel auf dem Rücken hat. So, dann müssen wir bestimmt, ja, Nüsse knacken, alles klar. Okay, wir brauchen Schmetterlinge. Und zwar 3 Stück. Einer fehlt noch. Ah ne, es war er schon. Kürbishälfte, Bienenstock, Schildkröte. Haben wir hier irgendwo ein Messer? Naja, ich weiß, dass du nur die Hälfte brauchst. Ach, da ist es doch. Das gute Hakebeil. Boah, voll zerhackstückelt. Und eine Blume. Prima. Und wir haben Eichel. Was? Eichelhörnchen. Bitteschön. Gib mir Kristall. Nein, wir nehmen das mit. Nee. Hä? Doch, wir nehmen es mit. Was machen wir damit? Okay, wir nehmen das Eichhörnchen mit. Kannst du mal die Blume pflücken da oben? Nee, das geht nicht. Ja, von den Seilen, da fehlt mir noch eins. Gehen wir mal weiter. Das haben wir erledigt. Ja, und hier kommen die Kristalle rein. Oh, wir haben sogar schon alle 5. Oh nein. Oh nein. Trainiere deinen Geist. Natürlich. Gut, spielen wir mal Memory. Ach, das war ein Baum. Ups. Mist, wo war das mit der Sonne? Ach du. Thank you.
Nee, wo waren denn die Kirschen? Ach, die wollte ich doch gar nicht. Ja, da waren die Kirschen. Der Baum. Das war er hier. Nüsse? Nee. Was waren hier? Schmetterlinge. Hier waren die Nüsse. So, jetzt haben wir den Pilz weg. Okay, genug trainiert. Ui, ein Herz. Ein Animus-Herz. Okay, dann sind wir hier hinten schon mal fertig. Gehen wir mal zurück. Wir brauchen auf jeden Fall noch das Seil. Tja, der will mir irgendwie helfen. Ein Herz. Kann ich das hier rauspopeln? Nee. Honig. Streichhölzer. Gehen wir mal rein. Und packen schon mal den Honig hier hin. Wir haben auch gar nicht die zweite Rezepthälfte. Die müssen wir uns erstmal besorgen. Machen wir aber beim nächsten Mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.